Das evangelische Johanneswerk ist einer der großen diakonischen Träger Europas mit Sitz in Bielefeld. In der Regel zahlt das Unternehmen seinen Mitarbeitern ein 13. Monatsgehalt. Der Vorstand entschied nun, die zweite Hälfte der Jahressonderzahlung je nach wirtschaftlicher Lage einzubehalten. Eine Betroffene schildert ihre Erfahrungen. Ich habe es also als ungerecht empfunden und Machtlosigkeit verspürt, weil es ist so gezogen in meiner Sicht auch nicht so die erste Kürzung. Ja, die Mitarbeiter, also Verträge sind nicht verlängert worden. Also damit ist also auch schon eine höhere Arbeitsdichte eingetragen. Und jetzt nochmal diese Kürzung drauf. Da fühlt man sich doch sehr ausgepowert und ausgeliefert. Vor unserer Kamera wollte sich der Vorstand zu diesem Thema nicht äußern. Er war aber bereit, schriftlich hierzu Stellung zu beziehen. Zitat Anfang. Niemand freut sich über eine Kürzung. Doch auch das Johanneswerk kann nicht mehr Geld auszahlen, als es einnimmt. Die Kürzungen sind daher sowohl gerechtfertigt als auch fair. Durch die Kürzung steht Geld zur Verfügung, das in die Arbeit des Johanneswerkes und in seine Häuser investiert werden kann. Die Investitionen kommen also mittel- und langfristig allen Mitarbeitern zugute. Zitat Ende. Auch die Mitarbeitervertretung ist nicht erfreut über die Kürzungen. Gerade herausgesagt, ich finde das völlig ungerechtfertigt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machen eine gute Arbeit, engagieren sich sehr stark, arbeiten unter sehr ungünstigen, schwierigen Bedingungen, jedes zweite Wochenende, manchmal auch häufiger, springen ein. Die haben das Geld verdient. Wir haben im Rahmen der GMAV schon im letzten Jahr mit dem Vorstand auch darüber gesprochen, weil der Vorstand im Gegensatz zu früher eine Änderung anstrebte. Er überlegte, dass er das jetzt nicht für das gesamte Johanneswerk anwenden will, diese Kürzung der Jahressonderzahlung, sondern für einzelne Regionen oder einzelne Heime. Daher haben wir darüber diskutiert und haben dem Vorstand aus Sicht der GMAV empfohlen, das am besten gar nicht anzuwenden, diese Kürzung. Und wenn, so wie früher, halt für das gesamte Johanneswerk und nicht für einzelne Regionen oder Altenheime. Und zu wer haben wir uns dann gesetzt, indem dann letztlich die MAV einen Brief verfasst hat, was dann immer dann an den Vorstand geschickt worden ist und mit beigelegter Unterschriftenliste. Es war also keine große Hoffnung mehr von mir da gewesen, dass der Vorstand darauf reagiert und das jetzt doch noch zur Zahlung kommt. Aber es war einfach auch wichtig zu signalisieren, wir nehmen es jetzt nicht einfach hin und stecken da den Kopf in den Sand oder wir machen es wenigstens öffentlich und wir beschweren. Auch wenn die Kürzungen aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheinen, so stellen sie doch für die Mitarbeiter eine enorme finanzielle Belastung dar. Es bleibt die Frage, ob nicht an anderer Stelle Kürzungen hätten vorgenommen werden können. Es geht letztlich jetzt momentan noch auf Kosten der Mitarbeiter, irgendwann auch, wenn es weiter so geht, auf Kosten der Bewohner.